So, herzlich willkommen zu diesem heutigen Webinar. Es freut mich ganz besonders, es haben sich über 80 Menschen angemeldet zu diesem Webinar. Ich bin ganz begeistert. Mein Name ist Hans Meierhofer, ich bin Osteopath und von meinem beruflichen Background und bin seit über 20 Jahren Franchise-Partner der Juice Bars Company. Und als Osteopath war ich immer schon in mein ganzes Leben damit beschäftigt, Menschen zu helfen, dass es ihnen besser geht mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestanden sind und stehen. Und ein ganz besonderer, für diejenigen, die mich noch nicht so kennen, weil doch einige Leute dabei sind, die das erste Mal bei uns sind, herzlich willkommen übrigens. Und ich möchte ein bisschen einen Hintergrund zu mir erzählen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich habe dann in meiner Laufbahn 1992 einen besonderen Menschen kennengelernt, einen 80-jährigen Mediziner, der mir die Welt geöffnet hat, die Tür geöffnet hat in eine völlig neue Welt, nämlich in das Thema Ernährung und speziell pflanzliche Ernährung. Und das hat mich absolut fasziniert, denn als Osteopath war klar, es geht nicht nur darum, von außen anzusetzen, Menschen zu behandeln, sondern auch von innen heraus, sodass das Ganze funktioniert. Und er hat mir vor allen Dingen eines mitgegeben. Er hat gesagt, unser Körper ist ein selbstheilendes, selbstregulierendes System, wenn man ihm die Chance gibt. Was heißt das, was wir essen, trinken und wie wir denken? Und das hat mich sehr beeinflusst und hat mein ganzes Leben rückblickend beruflich und privat völlig verändert. Und 3 Jahre später habe ich dann einen Mann kennengelernt, den ich heute zum Interview gleich begrüßen darf, der mich in das Juice Bars Ernährungskonzept eingeführt hat. Und darüber geht es heute im Schwerpunkt. Und bevor ich ihn vorstelle und zu uns bitte, ein paar Gedanken noch dazu, denn viele von euch kennen das Juice Bars Konzept. Und was uns schon immer so, was mich persönlich schon immer so beeindruckt hat, ist dieser ganze medizinisch-wissenschaftliche Background. Mittlerweile haben wir über 35 placebo-kontrollierte Doppelblindstudien, die veröffentlicht und publiziert in Top-Journalen in der Medizin sind. Und die Ergebnisse sind eindrucksvoll, was jetzt zum Beispiel Durchblutung anbelangt, was das Herz-Kreislauf-System anbelangt, was die Zellphysiologie anbelangt, was unser Immunsystem anbelangt und so weiter und so weiter. Also essentielle Systeme im Körper hilft besser zu funktionieren. Und der Grund für das heutige Webinar ist eigentlich vor einigen Tagen erst entstanden. Es ist nämlich kürzlich eine neue aktuelle Studie herausgekommen, die mit so beeindruckenden Ergebnissen, wo man eigentlich im Grunde auf eine nächste Ebene jetzt geht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich sofort unseren heutigen Gesprächspartner angerufen habe und gesagt, hey, bitte, kannst du uns das näher bringen? Kannst du den Menschen näher bringen, damit wir da alle ein bisschen mehr Verständnis für dies bekommen, was da jetzt wirklich passiert? Und im Grunde geht es darum, woher kommt es, dass Menschen, die Juice Bars konsumieren oder die Obst, gemüsereich essen, dass es denen einfach besser geht. Das ist so die zentrale Frage, mit der werden wir uns heute beschäftigen. Und den ich da eingeladen habe, schon ein paar Mal erwähnt, er ist Kinderkardiologe, hat Medizin studiert in Wien, hat dann seine Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde gemacht, war dann in Philadelphia in den USA und hat dort eine Spezialausbildung zum Kinderkardiologen gemacht, hat sich dann 1993 habilitiert an der Uni Wien und hat 1995 das Herzzentrum in Österreich gegründet. Ist er in den letzten 20 Jahren zum größten Zentrum Österreichs und zu einem der größten und besten Zentren Europas ausgebaut. Im Jahr 2000, also mittlerweile schon 17 Jahre her, eindrucksvoll, ist er weltberühmt geworden, möchte fast sagen, dadurch, dass er die erste Herzklappensprengung in einem ungeborenen Kind im Mutterleib durchgeführt hat. Und das war Ausgangspunkt für eine Reise, sage ich jetzt, in den letzten 17 Jahren, die schöner nicht sein kann, wie vielen Menschen und Kindern er mittlerweile da geholfen hat, mit dem er als Konsulent zur Entwicklung pränataler Eingriffe mittlerweile in mehreren Ländern Europas inklusive und in Japan und China war er auch kürzlich schon ein paar Mal, um diese Operation durchzuführen. Hat über 100 in der PubMed publizierte wissenschaftliche Arbeiten selbst verfasst und so weiter und so weiter. Er ist Reviewer, also wissenschaftlicher Gutachter für top internationale medizinische Journals
Und ich könnte jetzt die Liste noch fortsetzen, aber das würde die wichtige Zeit wegnehmen, um mit ihm zu sprechen. Aber ihr seht, es ist ein Mann mit einem außergewöhnlichen Background, ein außergewöhnliches Know-how. Und es gibt keinen besseren, der uns diese ganzen Hintergründe besser erklären könnte als mein lieber Freund und Weggefährte über die vielen Jahre, Dr. Gerald Tulzer. Herzlich willkommen, Gerald, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Okay, hallo Hans. Grüß Gott an alle und schönen guten Abend. Soweit. Ja, Gerald, gehen wir gleich in Medias Res. Diese Studie, die ich angesprochen habe, was ist bei der so besonders? Denn es gibt jetzt schon, es hat schon viele gegeben, aber was ist bei der so ganz speziell? Kannst du uns da ein bisschen Näheres dazu erzählen? Ja, du hast es in deiner Einleitung ja schon sehr schön gesagt. Es gibt mittlerweile über 35 publizierte Studien zu Juice Plus, die es sehr schön und eindrucksvoll belegt haben. Erstens, was im Juice Plus drin ist. Zweitens, was die Einnahme von Juice Plus konkret da wirklich bewirkt im Körper. Und jetzt erscheint sozusagen wiederum eine neue Studie. Was ist jetzt da hier so besonders? Der Titel der Studie an und für sich ist, nennt sich also die Effekte von einem Obst- und Gemüsekonzentrat, nämlich eben von Juice Plus, auf die systemische Entzündung bei übergewichtigen Personen. Klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend, gebe ich zu. Aber es ist auf den letzten Stand der Wissenschaft gebracht, eine Untersuchung, wie der Mechanismus von Juice Plus tatsächlich bei Menschen konkret wirkt. Das, was hier erstmalig neu ist, das ist also neben einer Reihe von Dingen, die wir eh schon öfters gesehen haben, die untersucht worden sind, auch erstmalig das genetische Material oder die Veränderung der DNA mit angeschaut worden ist. Sprich, man hat versucht, hier einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, okay, woher kommen tatsächlich diese guten Veränderungen, die so ein Obst- und Gemüsekonzentrat eben bewirkt. Das ist selbstverständlich. Kannst du das nur mal kurz wiederholen, weil das ist jetzt neu für mich und das war das Spezielle, das mit der genetischen Ausprägung oder Ein- und Ausschalten. Wie ist das zu verstehen? Alles in der modernen Medizin geht also Richtung Genetik zurzeit. Ganz egal, ob das entwickeln neue Medikamente, neue Therapien und neue Ansätze eben ist. Wir können also sehr viel durch Veränderungen des genetischen Materials mittlerweile untersuchen und auch beeinflussen. Das ist nicht lange her, dass das ganze menschliche Genom identifiziert worden ist und seit man das kennt, sieht man, wo hier Veränderungen tatsächlich eben stattfinden. Und der Einfluss der Ernährung auf unser genetisches Material ist einer der ganz spannenden Dinge der letzten paar Jahre, die in der Literatur eben aufgetaucht ist. Das nennt man mit einem Fachwort Nutrigenomics, also aus Nutrition und Genomics kalkuliertes Wort. Und hier wurde die Nutrigenomics erstmalig bei Juice Plus konkret auch wirklich untersucht. Okay, wenn du sagst, das ist vor ein paar Jahren, wie lange ist das jetzt her, dass das begonnen hat? Wann ist dieser Begriff geprägt worden? Nutrigenomics gibt sicherlich schon seit 10, 15 Jahren den Begriff, allerdings am Anfang nur sehr in Fachkreisen bekannt, mittlerweile aber schon weit verbreitet und in jeder Illustrierten nahezu, möchte ich sagen, eben nachzulesen dabei. Aber ich möchte vielleicht ein bisschen erklären, worum es bei dieser ganzen Studie konkret gegangen ist. Es geht also um übergewichtige Menschen. Und die Studie ist wirklich extrem kompliziert und schwierig zu lesen, weil es also sehr in die Genetik mit hineingeht und da muss man schon sehr großer Fachmann sein, um das alles wirklich gut zu verstehen. Aber die Ergebnisse sind absolut sensationell gewesen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, deswegen spreche ich jetzt auch gern darüber. Ja. Aber vorweg muss man, glaube ich, verstehen, was passiert, wenn man Übergewicht hat. Übergewicht ist nicht nur einfach ein paar Kilo zu viel, sondern Übergewicht ist eine ganz komplexe, schwierige, metabolische, also Stoffwechselerkrankung, die hier stattfindet. Und jetzt läuft es in verschiedenen Stadien eben ab, aber dieses Fettgewebe, das man dabei vermehrt einlagert, ist nicht nur einfach Ballast und schaut unschön aus, sondern ist ein wesentliches, hormonell wirksames Organ, das selbst wiederum eine Menge von Substanzen produziert, die uns eigentlich all along eben krank machen. Das nennt man sozusagen eine schleichende
systemische Entzündungsreaktion, die durch dieses Fettgewebe entsteht. Das kann man gut nachweisen, man kann diesen Leuten Blut abnehmen, man sieht erhöhte Entzündungsparameter im Körper, obwohl er nicht irgendwo jetzt eine akute Entzündung hat. Das ist nur das Übergewicht alleine, macht eben diese systemische Entzündung. Und jetzt sind wir beim Kern. Ja. Genau, weil das ist aber eine Revolution in meinen Augen oder ein Meilenstein, denn wenn jetzt gerade Übergewicht wird, wird immer mehr so salopp, ja, als sozusagen als Problem für die Wirbelsäule oder Gewicht und so weiter und ist nicht, aber was, dass das ein eigenes Organ ist, dieses Fettgewebe und dass da Dinge produziert werden oder langfristig Dinge in Gang gesetzt werden, die nicht so schön sind, auf das hat man eigentlich, also meines Erachtens, noch nie so geachtet oder reflektiert, oder? Mhm. Vollkommen richtig, ja. Diese Erkenntnisse sind auch nicht so alt und sondern noch relativ jung. Aber wie gesagt, Übergewicht ist eine komplexe metabolische Erkrankung, die es dann eben zu behandeln gibt dabei. Und das Problem beim Übergewicht entsteht ja nicht sofort, sondern ist eine schleichende Erkrankung, die Jahre, möchte sogar Jahrzehnte lang eigentlich irrsinnig gut toleriert wird. Es gibt ja viele übergewichtige Leute, denen geht's blendend, die führen ein ausgezeichnetes Leben, sind gemütlich, sie feiern, sie essen, das geht ihnen an und für sich blendend. Allerdings wissen wir, leider Gottes, hat das relativ bald ein Ende und es fängt irgendwann einmal an, diese Erkrankung, die hier schleichend beginnt, zuzuschlagen. In Form von primär mal der hohe Blutdruck, der tut eigentlich nicht weh, aber dann Zuckerkrankheit, die auftaucht. Zuckerkrankheit führt zu Nierenschädigungen, führt zu Erblindung, führt zu vielen anderen Gefäßerkrankungen. Der hohe Blutdruck führt letztendlich zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall und irgendwann einmal plötzlich tritt diese Erkrankung auf und dann beginnt eigentlich das Übergewicht wirklich schlagend zu werden. Dann spürt es der Übergewichtige auch, denn er ist auf einmal mit einem Schlag mehr oder weniger todkrank. Und die einzige Möglichkeit heutzutage, dem mehr oder weniger zu entkommen, war, Gewicht zu reduzieren. Es ist so einfach, es ist es. Und für jedes Gewicht, das so jemand abnimmt, verbessern sich diese metabolischen Werte bei ihm deutlich. Wenn er 10 Kilo abnimmt, wird es besser. Wenn er 15 Kilo abnimmt, noch besser. 20 Kilo abnimmt, noch besser. Wir alle wissen, das funktioniert leider Gottes nur in den allerseltensten Fällen. Und daher ist es irrsinnig wichtig, da Alternativen eben zu suchen. Und das hat man eigentlich hier mit dieser Studie versucht zu beweisen. Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, jedes Kilogramm weniger reduziert das Risiko, minimiert das Risiko nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, für all diese Dinge, genau. Ganz richtig, genau. Okay. Also im Prinzip, das Übergewicht ist das Problem. Wenn ich das Übergewicht los werde, kann ich das Problem auch wieder lösen. Solange ich noch keinen Schlaganfall gehabt habe, natürlich. Das muss vorher passieren. Wenn ich mal schon einen Herzinfarkt, Schlaganfall gehabt habe, dann ist es eigentlich schon relativ spät. Aber vorher kann ich diese ganzen Vorgänge sozusagen wieder zurückbauen, indem ich auch massiv Gewicht reduziere dabei. Okay, dem ist mir jetzt mehr oder weniger hier nachgegangen. Man hat diese ganzen Entzündungswerte sich angeschaut und diese Studie, die ist in Australien eben gemacht worden, bei 56 Erwachsenen, die haben 8 Wochen lang Schussblast genommen. Jetzt kann man sagen, okay, wie kann ich es wirklich nachweisen, dass es tatsächlich eingetreten ist und nicht wirklich irgendwo ein Placebo-Effekt zum Beispiel eben gewesen ist. Du hast den Begriff schon am Anfang erwähnt, das war eben eine Placebo-kontrollierte Studie, sprich, diese 56 Leute sind in 2 Gruppen geteilt worden. Die einen haben ein Placebo gekriegt, die anderen einen Schussblast. Und beide Gruppen haben aber nicht gewusst, was sie nehmen. Die Kapseln haben gleich ausgeschaut. Es war ihnen nicht bewusst, was sie nehmen. Auch die Leute, die dann die Untersuchungen gemacht haben, die Wissenschaftler wussten nicht, wer welches Präparat genommen hat. Es wurde alles statistisch ausgewertet und erst ganz zum Schluss hat man nachgeschaut, okay, das war die Verum-Gruppe mit Schussblast und das war die Placebo-Gruppe. Und dann hat man gesehen, passen die Ergebnisse irgendwie zusammen. Es ist der höchste Standard einer Untersuchung, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Die Methodik ist unheimlich aufwendig. Das wurde auf über 22 Seiten genau beschrieben, wie, welche Untersuchungen wo gemacht worden sind und, sodass das wirklich gut kontrolliert war. Vor dem Einreichen haben das also 3 Gutachter Kontroll
gelesen, mehrfach reviewt, mehrfache Fragen gestellt, dass wirklich alles klar war, bevor das wirklich in Publikation gegangen ist. Also die Daten, die da liegen, sind absolut glaubhaft und von jedem Menschen auf der ganzen Welt reproduzierbar. Man kann sagen, okay, das, wenn ich es nicht glaube, kann ich es eben wiederholen. Das hat man sich eben hier angeschaut. Wolltest du was sagen? Ist ja, ja, genau. Also vielleicht, weil viele von uns sind jetzt nicht so versiert in diesen ganzen Fachbegriffen und Placebo kontrolliert, doppelblind und so weiter. Und du hast schon angesprochen, aber das ist der Goldstandard in der wissenschaftlichen Forschung. Das ist das, wie du jetzt gesagt hast, das ist reproduzierbar und das heißt, das sind Fakten, die unumstößlich sind, die jeder nachvollziehen kann und sozusagen. Also das ist eigentlich das Beste, was man derzeit bieten kann. Ist der höchste Standard. Daraus nehmen wir unser medizinisches Wissen. So kommt sozusagen die Wissenschaft eben voran, nur indem solche Arbeiten gemacht werden und dann auch publiziert werden. Das ist sozusagen allgemein gültig und das kann oder braucht kaum mehr entsprechend hinterfragt werden, wenn es in entsprechend guten Zeitschriften publiziert worden ist. Das hält eigentlich jede Überprüfung absolut stand. Eine kurze Frage. Juspas ist eine Nahrungsergänzung in Lebensmittel. Ist es üblich, in dem Bereich solche Hightech-Standards überhaupt durchzuführen? Überhaupt nicht. Das ist einer der Gründe, warum ich vom Juspas so begeistert bin, weil eben hier die Firma primär diesen Weg gegangen ist, zu sagen, okay, wir wollen nicht nur durch Erfahrungsberichte und Testimonials und bunte Plakate und Prospekte hier Leute begeistern, sondern wir gehen den ganzen Dingen auch auf den Grund. Wir geben das Produkt aus der Hand, wir lassen es seriös von dritten Partys, sozusagen von dritten Leuten eben untersuchen, um auch wirklich den Hintergrund zu haben. Denn es soll ja ein Produkt sein, das nicht nur jetzt die ersten nächsten paar Jahre verkauft wird, sondern eben nachhaltig sein und eben auch laufend besser weiterentwickelt werden. Genau, okay, aber jetzt möchte ich nur ganz kurz die paar Ergebnisse bringen dazu. Das, was wir eigentlich jetzt schon primär gewusst haben, aber was hier wieder sehr eindrucksvoll gezeigt worden ist, 8 Wochen Einnahme senkt signifikant, und das ist sicher ganz, ganz wichtig, das Cholesterin, vor allem das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Gibt der Gute, also Böses, das HDL ist das Gute, das soll steigen, das LDL soll fallen. Also Cholesterin und LDL wird signifikant gesetzt, und schon nach 8 Wochen Einnahme ist es auch signifikant die Körperzusammensetzung anders geworden. Sprich, die Fettmasse hat deutlich abgenommen und die Muskelmasse hat deutlich zugenommen bei diesen Leuten. Das Gewicht wurde nicht wesentlich reduziert. Das Gewicht ist ziemlich gleich geblieben, aber die Körperzusammensetzung hat sich komplett geändert. Es sind viele sekundäre Pflanzenstoffe angestiegen, das wissen wir, das Beta-Carotin, die Gesamtkarotinoide, die Lycopene und so weiter, das hat man gesehen. Und es ist signifikant, der systolische Blutdruck auch heruntergegangen. Das sind alles Dinge, die hatten wir auch schon in vielen anderen Studien mehr oder weniger bewiesen. Aber das war jetzt eine besondere Population, das waren übergewichtige Leute, die alle erhöhte Entzündungsparameter gehabt haben. Und jetzt kam schon etwas neu dazu, und das ist einfach neu, dass diese Entzündungsfaktoren, die wir hier im Blut finden, vom CRP, ist ein ganz banal, aber das TNF-Alpha und viele andere sehr komplexe und so lange schwierige enzymatische Namen, von denen man weiß, dass die für diese chronischen Erkrankungen verantwortlich sind, die sind ebenfalls signifikant zurückgegangen. Dabei. Das ist sicherlich etwas Neues, das ist in diesem detaillierten Ausmaß noch nie vorher untersucht worden. Also für jeden Wissenschaftler, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, sind das die wesentlichen Fakten, zu sagen, okay, das ist nicht nur, dass es ihm einfach besser geht und dass der Blutdruck ein bisschen runtergegangen ist, sondern es sind tatsächlich die wesentlichen Risikofaktoren im Blut deutlich signifikant gesenkt worden. Also diese Entzündungsreaktion anheizt, mehr oder weniger, diese Faktoren sind plötzlich weniger geworden. Und das nach 8 Wochen da? Das nach 8 Wochen. Das nach 8 Wochen. Genau. Und jetzt hat man das total Spannende gemacht dabei. Man hat sich auch die DNA, also die in den peripheren Lymphozyten, in den Zellen aus dem Blut, hat man das genetische Material sich angeschaut und gesagt, okay, was hat jetzt die Einnahme von JuicePlus wirklich verändert? Die JuicePlus-Gruppe versus der Gruppe, die
das Placebo genommen hat. Welche Gene haben sich da hier eben verändert? Und das kann man hier sehr schön nachlassen. Sie haben also nachgewiesen, dass also insgesamt 1632 Gene durch die Einnahme von Tschüssblas sich verändert hatten. Das genetische Material wurde an 1632 Stellen verändert. Boah. Klingt das zu viel, ist, wenn man die ganze DNA anschaut, wieder nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem, das sind einmal die Gene, die man untersucht hat. Davon sind 1146 Gene abreguliert worden, das heißt, die haben eine verstärkte Produktion ihrer Substanzen nach sich gezogen und 486 Gene sind downreguliert worden. Und man kennt viele dieser Gene und weiß, wofür diese Gene verantwortlich sind. Wir wissen, es gibt Gene, die sagen, ich habe blonde Haare oder schwarze Haare. Es gibt Gene, die haben blaue Augen und ich habe große Augen. Es gibt Gene, die sagen, ich wäre größer und ich wäre kleiner. Und genauso gibt es eben Gene, die sind dafür verantwortlich, dass sie in den Insulinstoffwechsel eingreifen. Es sind Gene, die erhöhen diese Insulinresistenz ganz gewaltig und führen zum Typ-2-Diabetes. Diese Gene möchte man eher down regulieren. Es gibt andere Gene, die senken den oder erheben den Antioxidantienstatus. Die reduzieren die Produktion von Entzündungsmediatoren, die blockieren andere Dinge. Die möchten wir gern abreguliert haben dabei. Also wenn es mir gelingt, sozusagen da hier im genetischen Material diese Dinge umzustellen, es gibt andere Gene, die sind verantwortlich fürs Altern, andere, die sind für Krebs verantwortlich und, und. Also wenn ich diese ganzen Gene manipulieren und ein- und ausschalten kann, habe ich also einen riesengroßen Schritt weitergemacht. Hier haben wir nur geschaut, was verändert sich hier. Und, und jetzt haben wir endlich einmal einen Schlüssel gefunden, wie sozusagen Obst und Gemüse, denn bei Obst und Gemüse wurde das auch nachgewiesen, konkret die Schutzwirkung eben entfaltet. Es wurde sehr plakativ dargestellt, das komme ich eh schon zum Schluss, wir sind eh schon relativ weit, aber nur um den Zukus eben darzustellen. Wir wissen, wie die Gene durch Tschüssblas gut beeinflusst werden. Und wir wissen, dass dort die Ursache dafür liegt, dass im Körper Schutzmechanismen in Gang treten. Man muss sich vorstellen, allein die Cholesterinsenkung im Zusammenhang mit allen anderen Veränderungen nach 8 Wochen entspricht einer Gewichtsabnahme von gut 4 Kilogramm. Die haben nichts abgenommen, die Leute. Sie sind gleich schwer geblieben. Aber die Veränderungen würden dementsprechend, wenn man 4 Kilogramm Gewicht abnimmt. Und damit kann man sein Herz-Kreislauf-Risiko um 8-9% reduzieren. Sehr schön durch Daten eben belegt. Das heißt, nur durch die Einnahme der Kapseln hat man praktisch so, als ob man 4 Kilogramm abgenommen hätte. Den gleichen Nutzeffekt. Sie haben eine zweite Gruppe gebildet von den besonders Übergewichtigen, die Body Mass Index also deutlich höher gehabt haben. Die haben noch einen höheren Effekt gehabt. Die haben also einen Effekt gehabt von ungefähr 9 Kilogramm Körpergewichtverlust. Das entspricht einer Risikoreduktion für Herzinfarkt, Schlaganfall von 19-20%. Das ist enorm hoch. Das kann also kaum mit irgendeinem anderen Medikament in dem Ausmaß konkret erreicht werden. Das heißt also, bei übergewichtigen Leuten, das ist der Schlussfolgerung der Studie, bei übergewichtigen Leuten kann also nur so ein Einnahme des Obst- und Gemüsekonzentrats, ohne irgendwas an der Diät zu ändern, ohne irgendeine Bewegung zu machen, ohne irgendwas sonst zu machen, eben das Risiko so reduzieren, als ob ich zwischen 4 und 9 Kilogramm Körpergewicht verloren hätte. Und das reduziert mir mein Herz-Kreislauf-Risiko ganz gewaltig. Denn jeder übergewichtige Mensch rennt in irgendein Problem hinein. Ich vergleiche das immer mit jemandem, der aus dem dritten Stock rausspringt und wenn er beim ersten Stock vorbeifliegt, sagt, das ist eigentlich noch nichts passiert. Aber irgendwann einmal schlagt er dann unten auf. Das ist ganz klar. Da hat er die Chance, hier unten sozusagen nur ein Fangnetz zumindest aufzubauen und zu sagen, okay, schauen wir, dass wir ein bisschen weicher fallen eben dabei. Also hier kann ich wirklich durch Obst und Gemüse, das, so ist es bewiesen, oder auch eben durch Tschüssblas mit Risiko ganz gewaltig reduzieren, so als ob ich Gewicht abgenommen hätte. Das Ganze ist also mit ganz harten Daten untermauert bis hin zu den ganzen genetischen Veränderungen, die im Detail hier beschrieben sind. Ich bin jetzt absolut fast sprachlos, was nicht gut ist beim Webinar, aber jetzt fast sprachlos, wenn ich das jetzt gehört habe. Und da möchte ich jetzt sozusagen den inneren Kritiker kurz einwerfen, der sagt, okay, das sind so beeindruckende Ergebnisse, die in der Form eigentlich, wenn ich die richtig verstanden habe, noch nie publiziert worden sind.
zu dieser Thematik von Chuspas sowieso nicht. Also das ist einmalig. Und in Zeiten wie Internet und so weiter, ich kann mir vorstellen, da kommen natürlich auch viele, viele Kritikpunkte an, an so einer, so, speziell wenn so außergewöhnliche Ergebnisse zustande kommen. Da werden jetzt natürlich viele Kritiker aufstehen und sagen, okay, und sich da im, verbreiten. Was sagst du überhaupt zu diesen ganzen, unter Anführungszeichen, Stellungnahmen, Kritiken im Internet, wenn es, wenn es um so hochkarätige, nach dem Goldstandard durchgeführten Studien geht? Schau, es ist relativ einfach zu sagen, im Internet darf jeder schreiben, was er will. Okay. Da gibt es keine Kontrolle, da gibt es keine Methodik, du kannst hineinschreiben, was immer du willst, es ist egal, ob es richtig ist oder ob es falsch ist, es steht einmal drinnen und das kommt einem großen Publikum zugute. Und diejenigen, die das lesen, haben also keine Chance, das zu kontrollieren, ob es wirklich stimmt oder ob es nicht stimmt. Bei so einer Studie, wie es eben hier gewesen ist, ist eben komplett anders. Da steht es genau drinnen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Es kann, ist für jeden Menschen auf der ganzen Welt nachvollziehbar. Es wurde von den besten Wissenschaftlern der Welt mehr oder weniger Kontroll gelesen und auf Herz und Nieren geprüft. Es ist durch einige Ethikkommissionen durchgegangen, die schon vorweg geschaut haben, macht das überhaupt einen Sinn, darf das gemacht werden und, bevor das da hier ist. Das ist eine jahrelange Arbeit, die enorm viel Geld kostet, enorm viel Aufwand ist und wirklich reelle Daten publiziert, die man glauben kann. Im Internet, ich setze mich hin, ich schreibe hinein und sage, ich glaube das nicht. Das ist meine persönliche Meinung und das stimmt nicht und das ist falsch und so weiter, ist auch eine persönliche Meinung, die durch nichts und niemanden belegt ist. Sie können nicht vor Gericht gehen und sagen, der hat mich bestohlen. Dann wird der Richter auch fragen, okay, was hat er gestohlen, wann hat er gestohlen und wie kommen Sie überhaupt drauf, dass das so ist? Auch der muss nachfragen. Mhm. Das ist der riesengroße Unterschied dabei, dass oft dann Artikel erscheinen, auch in Zeitschriften erscheinen. Wir kennen diese Artikel, wo plötzlich irgendwas behauptet wird, Beta-Carotin und Schussplus, und dann ist alles furchtbar schlecht. Ja. Ohne irgendwie in die Tiefe zu gehen. Ich kann genauso gut atmen von Luft, ist furchtbar schlecht, da ist Sauerstoff drin und Sauerstoff ist explosiv und kann explodieren. Das ist genau die gleiche Wertaussage, die ich eben hier treffe, die eigentlich keinen Wert hat, weil es völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist und also keine Substanz hat dabei. Es wird sicher Kritiken geben, gar keine Frage, aber man muss dann schon kritisch einfach hinterfragen, zu sagen, okay, worauf gründet sich die Kritik und ist die tatsächlich glaubhaft? Ist das auch wo publiziert? Genau. Ob das irgendwer, kann es irgendwer bestätigen oder eben nicht? Okay. Also das ist die Botschaft einfach, das ist klar, dass man aber, dass man schaut, wer schreibt das, wie schreibt das, dass man wirklich die Quellen auch hinterfragt, von wo der kommt. Ja. Natürlich, ja. Natürlich, ja. Genau. Gerald, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ja. Und, aber eine Frage muss ich natürlich noch stellen, du bist Kinderarzt und du bist ein leidenschaftlicher Kinderarzt, das muss ich dazu sagen für unser Publikum. Ich kenne ganz wenige Menschen, die ihren Beruf so mit großer Leidenschaft und Passion ausüben wie du. Und es gibt auch im Zusammenhang mit Chuspas die Children Health Study seit vielen, vielen Jahren, wo also Kinder ab dem 4. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr Chuspas kostenfrei beziehen können, wenn die Eltern oder ein Erziehungsberechtigter Chuspas bezieht. Du bist da auch im wissenschaftlichen Beirat. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren ist da auch eine Studie gemacht worden im Zuge, also mit Kindern, wo schon in diese Richtung gegangen wurde eigentlich, wo sich Bauchfett reduziert, nur mit den Chuspas-Kapseln genommen wird. Kannst du nur da ganz kurz was dazu sagen zum Thema Kinder grundsätzlich aus deiner Sicht und speziell diese eine Studie nur mal kurz ansprechen? Ja, Nahrungsergänzung und Kinder ist immer ein ganz heikles Thema. Das oberste Gebot dabei ist immer die Sicherheit. Ich muss mir hundertprozentig sicher sein, dass ich niemanden mit dem Präparat einmal primär schade. Das ist Allerwichtigste. Da gibt es, glaube ich, kaum ein besser dokumentiertes Produkt, wie das Chuspas ist. Weil die einzige Firma, die sich die Mühe gemacht hat, das auch bei Kindern genau zu untersuchen und auch eigene Verzehrsempfehlungen eben herauszugeben. Die Studie, die du ansprichst, ist gemacht worden in den USA, in einem sehr renommierten Kinderspital, auch placebo-kontrolliert, randomisiert, doppelblind, ist es auch bei übergewichtigen Knaben gegeben und dort hat man eigentlich erstmalig und sehr klar auch gesehen, dass Cholesterin reduziert wird.
dass die Blutfette eben sinken und dass das Bauchfett drastisch reduziert wird. Mhm. Das war so eindrucksvoll, dass man diese Studie 2 Jahre später noch einmal herausgeglaubt hat, nochmal extra analysiert und auch gesehen hat und die ganzen Blutproben nachanalysiert und gesehen, okay, welche Mediatoren waren dafür verantwortlich, was ist da up und down reguliert worden von Enzymen in der Leber. Das ist nichts Genetisches, ist eben angesehen, aber das war sicherlich einer der Gründe auch, warum diese Studie jetzt entstanden ist und man gesagt hat, okay, diese Dinge, die da alle passiert sind, die können wir uns normal jetzt so nicht unmittelbar erklären, da müssen wir weiter in die Tiefe eben schauen. Okay. Jetzt, ja. Also das dicken Kindern gemacht worden ist. Okay. Ja, Gerald, du siehst es auch im Chat, was das Feedback von den Leuten, und ich muss nur mal sagen, das ist außergewöhnlich, diese halbe Stunde, die werde ich wahrscheinlich nicht so schnell vergessen, diese Informationen, die du uns jetzt gegeben hast. Und ich denke, mit diesen Botschaften oder mit diesen Fakten und Ergebnissen, es geht ja auch darum, gerade in der heutigen Welt ist für mich so ein wichtiger Punkt, wie schaffe ich Vertrauen zu den Menschen, wie schaffe ich Vertrauen zu dem, was man tut, und kann ich mich auf das verlassen. Also Sicherheit und Vertrauen ist ganz wichtig, wo eben, wie du vorhin gesagt hast, jeder sozusagen erzählen und schreiben kann, was er einfach so will, ob es belegt ist oder nicht. Und darum ist das gerade diese Information, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast, so wertvoll. Und ich möchte mich nur einmal ganz, ganz herzlich für das bedanken, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft an alle Zuhörer da draußen und alle, die das jetzt dann noch sehen werden, irgendwann in der Zukunft, dass man sich auf etwas verlassen kann, Vertrauen da ist und Sicherheit da ist, okay, das ist gut für meinen Körper, das ist gut für meine Kinder, das ist gut für meine Familie. Und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Und da möchte ich auch gleich sagen, ohne jetzt nicht hinauszugehen in die Welt, zu sagen, okay, Chuspas verändert die Gene oder was immer, oder dass man sozusagen das so plakativ rausschmeißt, das ist auch nicht die richtige, sondern einfach die Menschen mit dieser Informationen in Verbindung bringt. Sagt, okay, schau dir das an, schau dir das Webinar an, schau dir diese Publikation an und dann macht er selbst ein eigenes Bild. Denn ich sehe mich und wir sehen uns ja nicht als Vermittler zwischen den Menschen und den Botschaften und den Ergebnissen oder den Dingen, die es da gibt. Und ich denke, du hast da heute einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, für dieses Vertrauen und diese Sicherheit zu schaffen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Denn dass es funktioniert, das wissen wir über die vielen Jahre, über die 20, 21 Jahre jetzt schon, dass es funktioniert. Aber jetzt so zu erleben, wie spannend es ist, immer jetzt auch zu verstehen, immer mehr zu verstehen in der Tiefe, warum das funktioniert, das ist schon eine ganz coole Geschichte und das dafür danke nochmal. Vielleicht nochmal ein paar abschließende Worte von deiner Seite und dann werden wir die Menschen entlassen und in den Abend und sich Gedanken machen lassen zu dir. Ja, nein, ich hoffe, es war jetzt nicht zu kompliziert, aber ich war selber wirklich begeistert über diese neue Information, die da drinnen enthalten ist. Ich glaube, die verstärkt das Vertrauen in das Produkt ganz maximal. Man versteht wieder viel, viel mehr davon jetzt als Wissenschaftler, aber für jeden Benutzer muss es eigentlich klar sein, okay, ich nehme hier etwas, das ist hundertprozentig vernünftig, jeden sozusagen, dem mir das weiterempfehle, tue ich ganz bestimmt etwas Gutes. Es ist oft schwer zu verstehen, aber es liegt klar auf der Hand, dass es eben so ist. Diese Studie trägt die Handschrift von unserem neuen wissenschaftlichen Direktor von Manfred Lamprecht, der sich da sehr in die Nutrigenomics eben hineingearbeitet hat und hier wirklich sehr, sehr gute Ideen ausgebreitet hat und wo sich die Unis drum bemühen, auch gute Studien eben zu machen. Also von daher kann ich nur sagen, Gratulation an Chuspas, an die Firma, dass sie diese Formen der Forschung so unterstützt und uns diese Infos auch so zur Verfügung stellt. Das ist sicher einzigartig. Okay. Vielen Dank. Besseres Schlusswort gibt es nicht. Danke dir nochmal. Danke allen unseren Teilnehmern, dass sie sich die Zeit genommen haben. Zeit ist was sehr Kostbares, aber ich glaube, diese Zeit war mehr als gut investiert. Danke noch einmal an alle und danke an dich, Gerald, und bis bald. Gerne. Bis bald.